Was geht ab, meine Seefighter, Osiria? Und willkommen zum Banner-Preview zu Thales, denn Thales selbst wurde ja gestern angekündigt, kommt morgen nach der Serverwartung am 13. August, Montag um 11 Uhr morgens unserer Zeit, sofern die Serverwartung quasi nicht überzogen wird, kommt quasi unser Boy Thales, das war seine Ingame-Ankündigung zu einem Dokument, aber Logo kommt natürlich auch sein Banner. Dementsprechend werden wir heute im Banner-Preview uns anschauen, Thales selbst individuell, wie gut er ist, was er drauf hat vor allem und dann, wie sein Banner aussehen könnte. Wir halten uns dabei natürlich an die japanische Version, wie das Banner dort aussah. Natürlich liegt es im Endeffekt an euch, wo und wie ihr eure Stones verschwenden wollt, wo ihr sammeln wollt, aber das Ganze machen wir quasi im Banner-Preview, damit ihr dann einen Einblick habt, auf was ihr erwarten könnt und, also was ihr vom Banner selbst erwarten könnt und was ihr quasi im Zug und erwarten könnt und ob man quasi in dem Banner sammeln sollte oder nicht, will ich nicht sagen, weil, wie gesagt, im Endeffekt ist eure Entscheidung, aber ich gebe euch da Ratschläge und Tipps, damit ihr quasi auf jeden Fall mal einen Einblick habt und sehen könnt, okay, abwägen könnt, ist das für mich oder ist das nicht, also Banner von Thales. Anyway, dann fangen wir mal an mit Thales selbst. Thales selbst ist so ein Extreme Agility Type. So sieht er aus, wenn unser Boy droppt. Wir schauen uns gleich sein Awakening an. Wir brauchen 77 Medaillen, um ihn zu erwecken. Er hat auch eine farmbare Esse. Jedoch ist das von einem Story Event von Thales selbst und das ist nicht immer online. Also ein bisschen schwierig. Bisschen schwierig, ob das halt immer da, ob das halt momentan da ist oder nicht. Jetzt die Frage, ob das Story Event kommt zum Release von Thales selbst. Ich hab's halt nicht im Kopf, ob es ein JP so war, denn solche Story-Events kommen mehr oder weniger spontan immer. Wir werden ab 2 Uhr nachts, also Montag 2 Uhr nachts, werden wir mehr wissen, denn dann kommen in-game die News zur nächsten Celebration. Heißt, morgen früh werdet ihr im Video dazu ganz informiert sein, was quasi uns erwarten wird in der nächsten Celebration. Auch vor allem wegen dem neuen Broly, was wir da erwarten können oder ob da neue Informationen reinkommen. Anyway, wie gesagt, 77 Medaillen von dem neuen Dokument von Thales. Kommt auch morgen online. Und zwar, dass wir uns auch dann in einem separaten Video ansehen, das Token-Event von ihm. So sieht aus, wenn man ihn erweckt. Zuallererst ein Artwork. Thales ist geil. Ich finde Thales auf jeden Fall geil. Aber was hat ein Typ da drauf? Natürlich Max Level 120, Teamkosten 58, Extreme Agility Type, wie gesagt. Und er ist der Leader der Movie-Boss-Charaktere. Movie-Boss-Charaktere gibt eine Kill plus 3 auf HP, Attack und F 150%. Oder Extreme Class Alliierten, also Extreme Class Verbündeten, um es besser zu sagen. Keep plus 3 HP Attack und 50%, also den Villains. Alright. Schon mal ein solider Boost auf jeden Fall. In seiner Kategorie sind, wie es der Name schon sagt, Movie Bosses, also Charaktere, die Filmendgegner waren. Wir schauen uns die Charaktere dann im Endeffekt dann noch genauer an, welche dazugehören. Und im Teambuild-Aspekt auch werden wir auf jeden Fall einen Einblick werfen. Aber ansonsten macht unser Boy hier immens Damage mit einer Medium-Chance, den Gegner zu stunnen. Seine Passive ist, er gibt jeden Verbündeten, jeden Ki plus 3 auf den Angriff 40%. Ki plus 3, 40% auf den Angriff. Damit ist er einer der besten Supporter, die es in-game gibt, denn er gibt es einfach jedem. Jedem Verbündeten gibt er Ki plus 3 auf den Angriff 40%. Und Superclass Enemies, also gegnerischen Heroes, verringert er dessen Angriff um 15%. Also minus 15% auf seinen Angriff. Und wenn die Bestimmungen stimmen, dann frisst er vom Tree of Might. Ja, seine Frucht hat auch parat natürlich. Also er hat natürlich auch eine Transformationsmechanik, unser Dude. Falls ihr schon gesagt habt, warte mal, das ist ein Dokkan-Version. Was will ich mit einem Supporter? Der muss das drauf haben. Lehnt euch zurück, denn seine Transformation hat es auf jeden Fall auch in sich. Aber gerade weil er diese Passive hat, dass er Ki plus 3 für jeden gibt und 40% auf den Angriff, ist er in vielen Teams, kann man ihn spielen, auch wenn er nicht mal zum Niederskill gehört. Das macht man, ist so nicht meins, aber das kann man machen, einfach nur wegen seiner Passive. Aber ansonsten auch in den Teams, in den Vertretnissen macht er seinen Job sehr, sehr gut, auf jeden Fall, durch seine Passive auch. Naja, links hier sind Destroy of the Universe, Saiyan Warrior Race, Prepare for Battle, Thirst for Conquest, Brutal Beta und Big Bad Boss, Fierce Battle. Ganz wichtig ist hier Big Bad Bosses, weil viele Movie-Boss-Charaktere haben diesen Links hier und Fierce Battle natürlich an der Stelle und zum Glück Prepare for Battle. Er gehört zu der Kategorie Low-Class Warrior, Movie-Bosses, Pure Saiyan. In Movie-Boss und Pure Saiyan ist am besten aufgehoben an der Stelle. Nun gut, schau mal so, wie gesagt, ja, jetzt mag, wie gesagt, mag einer meinen, was ist denn das für ein Dokkan-Fest gerade? Das ist ein Supporter, ich bin kein Supporter. Aber, wie gesagt, er kann sich transformieren. Nämlich, er hat eine 25%ige Chance von der Frucht zu essen, wenn seine HP 80% oder drunter sind. Und diese Transformation hält aber nicht für immer, wie bei den anderen, sondern nur für 3 Runden. Nach den 3 Runden hat aber wieder eine 25%ige Chance, sich zu transformieren, wenn seine HP 80% oder drunter sind. Also, wenn die HP, eure HP 80% oder drunter sind. Was ändert sich, wenn er sich transformiert? Er wird quasi erstmal gebufft, dieses Skill bleibt gleich. An der Ulti ändert sich was, von der Medium Chance haben wir eine High Chance, den Gegner zu stunnen. Und die Passive ist, jedes Mal, wenn er in die Runde kommt, healt er sich um 15%. 15% healen, das hat LA Goku Black und der Dude hat es einfach auch. Zudem bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung
130%, Leute. Auf den Angriff und auf die Verteidigung 130%. Eine sehr gute Unit an der Stelle, sowohl vor und als auch nach der Transformation. Dann tut er den Superclass Enemies, also gegnerischen Heroes, die Verteidigung um 80% verringern. Also der Dude hat es auf jeden Fall in sich, individuell sehr, sehr stark. Links hier bleiben gleich an der Stelle. Ansonsten haben wir auch alles gleich. Und wie gesagt, 65% die Chance, wenn die HP 80% noch drunter sind, transformiert er sich. Nach 3 Runden werden wir wieder zurück. Ist nicht schlimm, weil dann haben wir wieder den Support. Dann haben wir wieder den Support-Aspekt. Und wenn die HP 80% noch drunter sind, haben wir wieder eine 65% die Chance, uns wieder zu transformieren. Also Talisand selbst ist wirklich eine sehr gute Unit. Man sollte ihn auf jeden Fall nicht verpennen. Die Sache ist aber, wenn wir uns seinen Banner ansehen, wir halten uns wie gesagt an das japanische Lokal-Battle. Dann kann man sich darüber streiten, ob man hier summonen sollte oder nicht. Nämlich, wir schauen uns mal das Banner selbst an. Es sind 7 Charaktere, sind hier gefeatured. Die haben 10% Drop Rate für SSR, heißt 5% wird aufgeteilt für 7 Charaktere, die gefeatured sind. Der Rest für, also für 142 SSR, die sind nicht gefeatured, 5%. Heißt, wir haben ungefähr so eine Drop Rate von 0,7-0,8% für einen gefeatureden Charakter, denn es sind 5% aufgeteilt durch 7. Alles klar, wenn wir uns die Featured Charaktere ansehen, dann haben wir die gefeatureden SSR, wie gesagt, sind 7. Wir haben den neuen Talis, Tapio und Janemba, Cooler, Golden Freezer, Physisch Broly und Beerus. Okay. Sie haben ihre Berechtigung, hier im Banner zu sein. So ist nicht. Denn es sind alles Charaktere der Kategorie Movie Bosses. Heißt, wenn man hier, ich gehe jetzt mal von Standpunkt 0 aus, wenn ihr jetzt quasi jemand summont und hier mit fast allem ausgeht, hat er im Endeffekt ein gutes Movie Boss Team. Das will ich nicht abstreiten. Aber die Frage ist, wird man dieses Team auch häufig nutzen? Die Antwort ist leider nein. Weil wir werden nicht viele Talis in der Friendlist sehen. Es ist immer so ein Ding, dass die Extreme-Type-Units nicht vermehrt in der Friendlist zu sehen sind. Selbst in JP nicht nach dem Update. Heißt, in Sachen, ob man hier summonen sollte, damit man im Endeffekt danach, vor allem für die Anfänger oder für die Play-Spieler, mit einem guten Team rausläuft. Das Team ist nicht schlecht. Das Team wäre nicht schlecht. Aber man wird es nie nutzen. Deswegen rate ich eigentlich erstmal so davon ab, von der Denkweise her. Die andere Denkweise ist, können wir auch aber außerhalb davon gute Charaktere mitnehmen. Gute Charaktere in diesem Banner sind nur Talis, Janemba und der Physisch Cooler, meiner Meinung nach. Natürlich, Tech Golden Freezer ist ein guter Tank, kann man mitnehmen, aber er ist momentan kein Muss mehr bei so Kategorie-Teams. Ja. Kann man mitnehmen, ist aber kein Muss, sage ich mal. Für das Team von Talis wäre auf jeden Fall ein Muss hier Talis, Janemba und Cooler. Alle anderen Units müsste nicht unbedingt sein, vor allem nicht Physisch Broly, der ist outdated, Beerus ebenso, Tapion ist solide, aber muss nicht sein. Heißt eigentlich rate ich, um ehrlich zu sein, für jedem ab in diesem Banner zu summon, vor allem, jedem ist ein bisschen stark ausgedrückt, vor allem, ich sag mal, den Free-to-Play-Spielern oder Anfängern, spart lieber auf eure Stones auf zukünftige Banner, wie zum Beispiel das von Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Der sollte als nächstes Dokkan Festival kommen und sein Banner gibt auf jeden Fall mehr her. Das Banner von Talis hier will man eigentlich, wenn man das Ganze runterredet, nur Talis, um ehrlich zu sein. Natürlich, wenn man Janemba und Cooler nicht hat oder alle anderen nutzt, ist man cool, wenn man sie mitbekommt, aber eigentlich will man nur Talis. Und Talis will man entweder nur in seinem eigenen Team, wobei man das leider nicht oft spielen wird, das kann ich euch versichern, es sei denn, ihr sucht euch gezielt Freunde raus oder quasi, chat euch gegenseitig FAs, dass ihr quasi Talis jeder habt, aber auf lange Zeit wird man dieses Team wenig spielen, weniger als alle anderen Teams, vor allem jetzt nach Potara, Elevigito und Elegreta. Und zum anderen, warum man hier Talis noch haben will, ist, weil er halt wirklich gut in vielen Teams aufgehoben ist, sei es in einem Villains-Team oder in einem Pure Saiyan-Team. Also ich persönlich zum Beispiel will unbedingt ein Talis für mein Pure Saiyan-Team als Rotationscharakter. Mehr nicht. Natürlich, das Team ist geil, würde ich auch gerne so showcasen etc. Aber um ehrlich zu sein, ist dieses Banner kein Muss. Es gibt bessere Banner, aus denen man viel mehr holen kann. Vor allem letztlich die letzten Banner, die Ella-Banner, Ella-Gurito und Ella-Vegito. Heißt, spart lieber eure Stones für zukünftige Banner. Aber jetzt zu der Antwort oder zu der Frage, jetzt sagte man, ich will trotzdem Talis. Sollte ich hier sammeln oder auf die Zukunft warten? Bis jetzt kam Talis nicht mehr im japanischen Lokal Battle. Heißt, wenn ihr Talis unbedingt wollt, so wie ich, dann müsst ihr hier eigentlich sammeln. Und wenn ihr hier quasi Janemba und Cooler schon habt, dann wäre das Einzige, was ihr hier wollt, Talis. Okay, die anderen Units kann man auf jeden Fall mitnehmen, aber um es einfach zu sagen, wollt ihr hier nur Talis. Okay. Wird sich in dem Banner eventuell was ändern, denn als den JP rauskam, haben da auch nicht viele gesammelt. Könnte sein, wir hatten lange keinen Rosé mehr. Vielleicht könnte ihr Rosé reingesneakt werden, für Broly vielleicht, weil er outdated ist.
reine Spekulation, Freunde. Ich weiß dazu gar nichts. Reine Spekulation, reines Wunschdenken. Aber ich schätze es eigentlich. Ich will nicht sagen als unwahrscheinlich. Man könnte es machen strategisch, weil man hier quasi Geld wieder will. Also die Entwickler etc., weil man es sammeln sollte. Weil in JP hat man hier nicht viel gesammelt. Wegen dem Charakterpool. Schwierig, müssen wir beobachten. Morgen werden wir schlau im Endeffekt. Aber ich denke, overall wird das Banner mehr oder weniger gleich aussehen. Im Endeffekt will man hier eigentlich nur Thales. Warum? Lass mal sein Team ansehen. Nämlich, wenn ihr ein Team bauen könntet mit Thales. Das ist, by the way, seine Kategorie, wie es in JP aussieht. Ich habe das Team so gebaut, wie man es in Global bauen könnte. Nämlich zuallererst, wundert euch nicht, wir haben hier mehr Charaktere, als ihr haben sollten. Aber ich möchte erst euch zumal eine Sache zeigen. Der beste Linking-Partner für diesen Thales ist der Great Ape Thales. Dieser bekommt auch sein Awakening mit dem Thales-Banner, wenn das kommt, beziehungsweise mit dem Thales-Dokken-Event, und diese linken sich mit 5 Link-Skills und kommen im Endeffekt auf Attack plus 80%, Key plus 2 und Verteidigung plus 25%. Ja, lecko mio. Ja, lecko mio. Sorry, aber wenn ich, dieser Thales, ihr kennt den, wir haben den immer gezogen beim AGL-Banner. Ich konnte den von 0 auf 100 bringen, SC10 nur durch ihn selbst, Jubes öffnen. Ich kann ihn auf 100% bringen, und wenn ich Thales ziehe, hell yeah, dann spiele ich beide in einer Rotation. Das ist quasi das, was mich so an dem Team, ihn also persönlich interessiert oder was ich gerne testen würde. Heißt, wenn ich den Dude, also wenn ich Thales ziehe, nur her damit. Ich will ihn deswegen auch quasi unbedingt deswegen auch, unter anderem. Aber auch, wenn wir jetzt diesen Dude mal wegmachen, dann könnte ein gutes Thales-Team so aussehen. Wenn ihr so ein Team habt, dann könnten das Team auf jeden Fall spielen. Wir haben hier in einer Rotation Broly und Broly. LR Broly mit der Terror-Version, auf der anderen LR Bojack mit Terror Bojack. Ich weiß, das ist ein Team für Whales eigentlich. Ja, man muss halt diese Charaktere haben. Man muss zweimal LR Bojack gezogen und LR Broly, damit man das bauen kann. Aber quasi für diejenigen, für wen es interessant sein könnte, hier für Thales zu sammeln, sind eben diejenigen, die sich ein Movie-Boss-Team bauen können, das so aussieht. Weil das Team ist richtig krank. Wir haben hier in einer Rotation Broly. Broly nimmt jetzt der harte Hitter, dann haben wir einen anderen Double Bojack, teilen sich 6 Links, müssen wir nicht drüber reden, synergieren sehr, sehr gut. Aber zur Frage allgemein, sollte man das eigentlich machen, wenn man 2 LR Broly zieht oder 2 LR Bojack? Um es einfach zu reden, nur wenn ihr sie in einem Movie-Boss-Team spielen wollt. Ich beispielsweise habe letztens noch einen LR Broly-Dupe gezogen, ich habe mir wirklich lange überlegt, ob ich den LR Broly behalten soll und quasi auch in einem anderen Team, in einem Villains-Team oder in einem Strength-Team oder im Reservoir-Team so spielen werde mit Broly, dass ich 2 Brolys in einer Rotation habe. Das ist aber beide bis jetzt schon, also aktuell, up-to-date, ist das outdated, Freunde. Das macht man nicht mehr, das macht man auch nicht mehr im Reservoir-Team, weil es da andere Charaktere gibt, die ihre Berechtigung haben. Und Broly braucht ihr, um es einfach zu sagen, wirklich eigentlich nur Prepare for Battle, Fierce Battle und Super Saiyan, und schon ist er auf jeden Fall gut. Hier bekommt er natürlich durch den anderen Broly mehr und sein Schaden wird höher, aber das ist kein Muss. Heißt, falls ich gefragt habe, ey, soll, wenn ich 2 Brolys habe oder 2 Bojacks, sollte man das so machen? Man macht es momentan nur mit dem Movie-Boss-Team. Ich werde den Dupe nutzen bei mir, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Aber wie gesagt, wenn ihr das machen könnt, so ein Team euch bauen könnt, go for it. Das Team ist brutal. Wir haben dann noch den Metal-Cooler natürlich als Supporter hier an der Stelle für die Charaktere und die Rotation natürlich festgesetzt mit Double Broly, Double Bojack. Aber wenn man jetzt nicht diese Double hat, ja, ist es natürlich unwahrscheinlich. Wie würde ein Team dennoch aussehen? Wir haben dennoch gute Charaktere mit Cooler vor allem und Janemba. Und ihr merkt auch schon die Movie-Boss-Charaktere. Man könnte zum Beispiel so ein Team spielen. Die Movie-Boss-Kategorie ist begrenzt. Ihr braucht doch schon die richtigen Charaktere. Und vor allem, welche Charaktere ihr braucht, sind auf jeden Fall mindestens Janemba. Also hier Janemba, Cooler. Und einen der beiden LR wäre nice. Und dann habt ihr natürlich Tals. Weil, wisst ihr, was ich meine? So, einen Supporter könnt ihr mit reinnehmen. Ob es der ist oder ein anderer. Oder den LR Bojack könnt ihr mal verzichten für irgendeinen anderen Charakter. Zum Beispiel für Golden Freezer. Aber so das Stammkader der Movie-Bosses ist auf jeden Fall eigentlich so, will ich mal sagen, dieses Quartett hier, die 4. LR Bojack könnte natürlich auch zugehören, aber man könnte quasi auf einen LR verzichten. Es würde auch ohne LR Broly funktionieren, so ist es nicht. Aber dann würde das Team schon auf jeden Fall an Wert verlieren. Das Team würde jetzt beispielsweise so aussehen. Was heißt an Wert? Das Team wäre auf jeden Fall noch dennoch sehr solide, aber das Team macht erst seinen Sinn und Zweck, wenn man quasi einen der beiden LR hat. Meiner Meinung nach persönlich, weil da macht es halt richtig Spaß, die unter einem 150% Kategorie-Leader zu spielen. Ansonsten, Freunde, wäre es eigentlich zu dem Banner-Preview zu unserem Boy Thales. Wie gesagt, er kommt morgen ab 11 Uhr nach der Wartung, sofern sie nicht überzogen wird. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Lasst mir in den Kommentaren wissen, was haltet ihr von Thales? Werdet ihr für ihn sammeln? Wurdet ihr schlau danach? To be honest, ich sag einfach, spart eure Stones. Ihr müsst da nicht unbedingt rein. Thales wird früher oder später irgendwann mal wiederkommen.
Aber bis jetzt muss man eigentlich nicht für ihn summonen, denn nach ihm kommt Evolution Vegeta eigentlich, wenn da nichts vorgezogen wird oder so. Und sein Banner gibt auf jeden Fall mehr her. Und nach Evolution Vegeta, also ich rede von Dokkan Festung, jetzt kommt dann Future Gohan mit einem guten Banner. Da kommt Tech Vegeta Blue zurück mit Super Saiyan 3 Bardock. Aber auch dann danach Full Power Goku mit einem sehr guten Banner. Heißt, man muss sie wirklich nicht summonen. Wenn ihr summonen wollt, wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Wir sehen uns dann auf jeden Fall dementsprechend das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.